Hallo? Jo, was geht? Wie viel Vorsprung? Also ich würde sagen, Viertelstunde ist schon gut. Mach gleich 45 Minuten Vorsprung. Leute, ich bin auch nicht schlecht in dem Spiel, ich schwöre. Die Person, mit der ich gerade rede, ist Benji. Benji hat vor kurzem den Weltrekord im Mario 64 70 Sterne Speedrun geknackt und ich dachte mir, ich bin auch 70 Sterne Speedrunner. Natürlich nicht ganz auf dem Level wie Benji, aber ich meine, ich bin auf dem Weg. Ich komme da noch hin. Ich habe den guten Mann also zu meinem Stream eingeladen und wir haben ein wenig Mario 64 gegeneinander gespielt. Ich habe einen 70-Sterne-Speedrun gemacht und Benji hat einen 70- und 16-Sterne-Speedrun hintereinander gemacht. Und die Frage ist jetzt halt, wer von uns beiden früher fertig ist. So, Ja, das habe ich mich eh schon gefragt. So, du das bist ja in dem Fall der Beste der Welt momentan, was crazy ist. in der Kategorie, In ja, der aber jetzt nicht. Kategorie, ja, 70-Sterne-Run. Wie lange, also so. Trainierst du daily oder wie oft trainierst du und wenn ja, wie lange? Also, wie viel Spielzeit muss man denn haben, um so ein Level zu erreichen? Ich meine, ich spiele auch schon seit ich, also ich speedrun auch schon seit ich 11 bin. Das hat. bin ja jetzt 17, ne? Wait, du bist 17? Ja. Du bist 17? Okay, das Ja. ist gerade Plot-Twist für mich. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich das sage on Stream, denkt jeder, also jeder dachte immer, ich wäre so 20 oder so. Ja, wait. Du bist 17, das heißt, Viel Glück schon, ich bin größer fünf als. Jahre älter. Das fühlt sich nicht so an. Ich bin 2005 geboren, ja. Okay, tschüss, habe ich nicht mit gerechnet. Ich will es nochmal ganz kurz erklären, wie es jetzt hier abläuft. Benji seht ihr unten, ganz unten. Das ist seine Sicht. Ja, okay, dann machen wir es so: Du machst erstmal einen 16-Sterne-Run und dann einen 70-Sterne-Run. Und ich mache nur einen 70-Sterne-Run. Und der jetzt erstes fertig ist, hat gewonnen. 3, 2, 1, los. Okay. Um was wettet ihr? Um nix. Ich habe schon voll oft auch so, ich sag mal in Anführungszeichen, härtere Strats probiert. So. Wenn du meinen Run sehen wirst, das sind halt so diese, in Anführungszeichen, etwas leichteren Strats, die man machen kann. Ich habe auch schon ein paar Mal sowas probiert, wie so Pillarless oder so, Boah, aber immer dran Pillarless. gescheitert. Was meinst du für so einen Speedrunner so ein bisschen so im Anfangsniveau? Ist es schlau, sowas zu lernen oder sollte man sich eher Nee. so auf Movement und sowas konzentrieren? Movement ist sehr wichtig und auch, wie nennt man das? Auf Englisch heißt das Consistency. Das soll halt immer schön smooth spielst, ne? Da ist es egal, was für Tricks du machst, zum Beispiel. Ja, true. Ihr wird schon mit Worms fertig. Oh mein Gott. Ach so, ja, okay, ich habe gerade kurz vergessen, dass du 16 machst. Das What the fuck? Aber okay. Ja. Wie viel hast du? 4. Ja, okay. Die sind aber Ja. nicht zu vergleichen. Er hat schon Bowser gemacht. Oh mein Gott. Ich glaube, so auf Englisch zu streamen, das trainiert auch richtig hart die Englisch-Skills. Also. Bei mir war es eher mit Leuten zu reden auf Englisch. Also, du Also hast auch so da. wirklich so, schätze ich mal, Kontakt so zu Leuten, die auch so Speedrun auf Englisch halten. Dann mit denen Ja. redest du halt. Ja, okay, ja, das hilft richtig hart, safe. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ja! Oh, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Der erste Schock, oh mein Gott. Aber jetzt, wo du Weltrekord hast in 70 Sterne, runnst du trotzdem die Kategorie weiter? Also willst du den Rekord Ja, ich will. ausbauen oder konzentrierst du dich jetzt erstmal, keine Ahnung, 16 oder 20? Also, da gibt es Stellen, wo mein Weltrekord echt scheiße aussieht. Also. Ja, okay. Also ich habe ja deinen Weltrekord gesehen und am Ende des Da Runs so, waren. oh, der Run war so scheiße. Immer so, bruh, das war so ein guter Run Also, da waren eigentlich. echt absurde Fehler. Also, zum Beispiel der blaue Twomp da. Ja, oh, ich musste so, also klar, es war bitter, aber ich musste so lachen. Ich wurde zweimal zerquetscht von ihm. Also, Ich musste so lachen. das ist wirklich Zufallsprinzip, dass er schneller runterkommt wieder. Und das war halt der Fall. Naja, das war richtig bad RNG. Aber Was ja. aufgefallen ist, ich glaube, ich kann immer noch eine 15 machen. Oh mein Gott, was? Du hast so viel. Du bist gestorben. Als ob du dann immer noch eine 15 machst. Also HFC, also Hazy Maze Cave, Ja. aber wenn man da 5 Minuten dazu rechnet, dann ist das schon ziemlich gut. Da kann ich schon noch eine 15 rausholen. Oh mein Gott, nee, du wirst sterben. Ich call, du wirst sterben. Scheiße. Ja! Nein, ich rede mit der Tür! Los! Er schafft's nicht! Er schafft's nicht! Ah, shit. Kennst du den Trick Chip Clip? Ja, zeig her, zeig uns den Chip. Ich guck grad mehr auf dein Gameplay als auf mein Gameplay. Oh mein Jawohl. Gott, da war er! Jetzt richtig die Ohren zerstören mit dem anderen Controller. Das war gerade Gaming, was ihr gerade gehört habt. Warum genau tut man das, damit der Stick nicht weggefetzt wird beim normalen Controller? Ja, man kann auch viel besser, viel schneller machen damit. Und der Controller, zu dem man wechselt, hat quasi so ein
ja, so einen anderen Stick, sage ich mal, oder? Also so ein aus Metall oder wo genau ist der Unterschied? Also im Grunde ist der Stick aus Plastik, aber ja. Es gibt jetzt schon Hersteller, so aus der Community, die auch aus Metall das machen. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel. Oh. Das ist halt viel besser. Also da musst du nichts wechseln oder so. Ja, unzerstörbar. Aber warum spielt man mit dem nicht quasi durchgehend, sondern wechselt immer zu den, bei den Throws? Ist einfach gemütlicher und auch allgemein, weiß ich nicht, es fühlt sich halt falsch an, selbst wenn das Deck aus Metall ist. First Try BJ. Oh mein Gott. Er macht wirklich. Das kann, glaube ich, sogar noch eine 15 werden, ich bin mir gar nicht sicher. Hör mir vielleicht doch jetzt, auf. Okay, du. Vielleicht jetzt nicht mehr, weil ich jetzt. Oh mein Gott, ey. Okay, Gott sei Dank. Okay, Gott sei Dank. Ah, nee, kann doch noch werden. Oh mein Gott, hör doch auf. Wirf vorbei, wirf vorbei. Den, oh, den zweiten. Oh, der wird so woanders landen. Oh. Jawohl. Ey, komm, komm, komm. Okay, 16-2. Okay. 16-2 ist insane. Oh mein Gott, er fängt an. Oh nein, er fängt jetzt schon an. Leute. Tja, Leute. Er hat zwar eine 16 Minuten Zeit rausgehauen. Aber dafür habe ich gerade einen Goldsplit in Cool Cool Mountain gemacht. Leute, wie cool ist das denn? Ich hole mir jetzt schnell einen Weltrekord. Also, wenn du jetzt einen Weltrekord machst, das wäre actually insane. Ich würde zwar verlieren, aber dafür habe ich quasi einen Weltrekord gestreamt, das wäre es mir wert. Was eigentlich so von so allen Welten deine Lieblingswelt? Was macht dir so am meisten Spaß, so zu trainieren? Ich glaube eigentlich die letzte Bowser-Welt. Also nicht der Kampf, sondern so allgemein. Ach, wirklich? Der Weg zur Röhre, ja. Boah, ich finde die Bowser-Welten immer so stressig irgendwie. Ja, deswegen. Ah, deswegen, du genießt den Stress quasi. Nein, einfach so wie das Movement ist. Das mag ich irgendwie. Ich hab eh, oh, ich hab Hase verpasst. Oh mein Gott, ich hab Triple Jump Island Hop gemacht. Auf Casual! Oh mein Gott. Er macht auf Casual, oh nein. Okay, ich muss mir jetzt sau konzentrieren. Weil wenn ich das jetzt verliere, oh mein Gott. Nein, 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 nein! Oh, das ist übel scheiße. Man kommt nicht wieder raus, ne? Oh, oh. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ist übel schrecklich. Okay, das ist übel schrecklich. Er hat schon 2 Sterne. Bro, ich habe einmal geblinzelt, er hat 2 Sterne. Okay, fuck. Okay, warte. Okay, das ist übel schrecklich. Egal. Es ist passiert, Leute. Reden wir nicht weiter darüber. Oh Mann. Reden wir lieber über sein Canonless, den er nicht geschafft hat. Ein paar Lags in deiner Übertragung. Oh mein Gott. Ja, nein! Was ist mein Problem? Was ist mein scheiß Problem? Okay. Oh mein Gott, ich krieg nicht Canonless. Okay, er hat schon wieder Canonless nicht geschafft. Also. Ja, mach ich halt originales Setup. Oh mein Gott, Leute, er macht die Noob Strat. Mann! Oh mein Gott, okay, ich kriege hier gerade ein bisschen Meltdown. Ja, guck mal, vorm Stream, ich habe halt noch nicht so ganz verraten, was so das Handicap ist. Die sagen so, ja, so am fairsten wäre es, wenn Benji einfach spielt ohne Monitor. Oder, ja, so am fairsten wäre es, wenn er einfach mit 0 Händen am Controller spielt und so. Ich denke mir, Bro, was ein Disrespect gegenüber mir. Okay, ich meine, diese Sandwelt lief jetzt nicht so optimal. Aber bitte. Die sagen so, du sollst Challenge machen, Hand abschneiden und dann mit einer Hand spielen. Was? Bruh. Das tut mir weh. Was hab ich davon? Ja, ist so. Ich meine, es wäre Content. Es wäre Content, mir die Hand abzuschneiden. Also ich meine, es würde für Aufmerksamkeit sorgen. Reichweite. Natürlich. Wären auch ein Baba YouTube Thumbnail. Benji würde gewinnen, wenn er mit seinem Ellenbogengelenk spielen würde. Das ergibt nicht mal Sinn. Was? Das ergibt nicht mal Sinn. Das ist aber kreativ. Aber ich. Ja, man muss halt üben. Oh, er hat Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind fast runtergefallen. Alter. Warum genau spielst du auf Dolphin? Ja, ich habe damit angefangen, aber eigentlich ist das voll der Quatschi. Eigentlich muss ich echt mal switchen. Project 64? Nein, ich habe schon Bock auf Original N64. Weil ich glaube, das Feeling ist nochmal anders. So, es bockt, glaube ich. Du willst nicht auf dem Röhrenfernseher spielen, oder? Nee, ach stimmt. Ich meine, das tun wir eh. Nein, muss man nicht mehr. Ich spiele auf dem Monitor.
Ah, lol. Weil ich weiß, viele Speedrunner machen das. Ich will keine viereckigen Augen wegkriegen, also. Keine viereckigen Augen. Naja, also das Licht vom Röhrenfernseher und dieses... Stimmt, das flackert hohe Frequenz, so. Und auch diese hohe Frequenz, die man hört immer. Also es sieht besser aus, wenn man mit einer... Da kann man ja auch mit einer HD Capture Card das auch streamen. Ich habe jetzt so einen Mod, dass das halt richtig gut aussieht. Ja, ich schwöre, es sieht nicht aus wie original N64. Das sieht saugut aus. Ja, das Ding ist, also ich streame mit einer originalen Konsole, aber die hat einen RGB-Mod, heißt das. Das sind einfach die Farben besser. Aber ich glaube, das, was am meisten raussticht, ist halt, wie scharf es ist. Das ist halt das, was so halt dieses Gerät, das du dann am Monitor spielen kannst, das tut dann die unscharfen Pixel einfach schärfer machen, so upscalen. Man könnte denken, Emulator. Manche fragen mich, ob das jetzt Emulator ist. Also mich pisst das an, aber ich kann schon nachvollziehen. Ich glaube, ich habe 3 Münzen oder so. Hä, was? Wie viel habe ich verkackt? Hä? Er hat zu wenig. Okay, kannst du es noch schaffen? Oder verkackt? Okay, jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Ja. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also früher waren halt die Controller mehr präzise. Ist das so? Der Nintendo 64 Controller, der ist echt präzise, muss man sagen. Und weil halt auch die früheren Controller halt die Notches hatten, also diese Ecken. Ja, Notches sind ein harter Vorteil, weil also zum Beispiel ich spiele mit Xbox und manchmal wünschte ich mir, ich hätte so Notches. Eigentlich, ich wollte schon vor lange so Controller switchen, aber irgendwie habe ich mich mittlerweile so dran gewöhnt irgendwie. Ja, ich habe auch richtig lange auf GameCube gespielt, also bis 2020 habe ich so lange gespielt, also... Ah, GameCube. Schon die Hälfte meiner Spielzeit ist auf GameCube, also... Wait, hast du dann deinen GameCube-Controller an die N64 angeschlossen, oder hast du... Ja, es gibt einen Adapter dafür, ja. Ah, okay. Oh, nice, der Goldsplit. Danke, Mann. Ja, das ist schon mein zweiter. Hast du schon mal gehört davon, dass halt wir, also beim Plastiksack vor allem, alle paar Monate halt Silikonfett reinmachen? Ach wirklich, so quasi Öl, sag ich mal. Damit der besser gleitet. Ach crazy, nee, davon höre ich gerade zum ersten Mal. Wie lustig. Da hält auch länger. Ja, aber Metallsticks sind übelst teuer, also meinen habe ich für 200 geholt. Boah, also. nur für den Stick? Also für ein ganzes Stick-Modul, ja. Kann ich selbst für einen Fünfer machen? Ey, was machen die Bullies? What the fuck? Oh mein Gott, die Bullies bullien ihn gerade, oh mein Gott. Das ist leckerer Timeloss. Hast du die Bullies? Na, die bullien immer so. Jetzt misse ich sogar den Stern, glaube ich. Oh mein Gott, die 0,3 Sekunden, die gönne ich mir. Währenddessen spiele ich hier gerade wie ein junger Gott. Warte kurz, schau mal. Ah! Ah! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, Iblali Raid. Ich meine, ihr kommt doch gerade zum perfekten Content. Oh oh, aua. Ich wünschte, ich würde mich hier ein bisschen mehr von meiner besten Seite zeigen. Aber es ist immer so, wenn es drauf ankommt, dann... Will jetzt nicht klappen. Ah, noch bin ich vorne. Oh mein Gott. Junge, er ist nicht mal so weit weg mal von mir. Scheiße. Oh mein Gott, dein Twitch wurde gerade reingeschickt und du hast einfach dieses Checkmark, Junge. Einfach den Partner. Ja, ich bin heute endlich Partner geworden. Das ist so cool. Ich hab's also 2 Jahre lang versucht, wurde 10-mal abgelehnt. Also du musst es dann auch schaffen. Eines Tages. Oh, bro. Weil du hast ja die Viewer, oder? Also. Ja, also die Begründung, warum ich halt keinen Partner bekomme, ist halt immer... Dass du zu wenig streamst, oder? Dass ich zu unregelmäßig stream und dass die Viewerzahlen voll schwanken, weil, yo, manche Games... Es gibt halt die Game-Andys. So, ich stream halt prinzipiell das, worauf ich Bock habe, so halt nicht nur so ein Spiel, sondern halt mehrere. Und manche Spiele kommen halt nicht so gut an und dann schwankt das halt. Und dann denkt sich Twitch halt so, yo... Der bekommt jetzt keinen Partner. Seitdem ich Partner bin, werde ich jetzt auch vielleicht YouTube-Content machen mal. Das habe ich geplant. Oh. PogChamp, YouTube-Content von Benji? Wird das dann so quasi so Stream-Highlight-mäßig oder auch so wirklich so... Ja, und so andere Sachen. Muss halt echt ein Five-Heads sein, um was zu überlegen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese gesamte Speedrunning-Community in den letzten 2-3 Jahren, in letzter Zeit allgemein so sau gewachsen ist. Dass sich viel mehr auch so... So Speedrunning war ja lange sowas, was so für Tryhards so, aber es so immer so mehr Casual-Leute, auch durch so YouTube-Konten sowas so, sich für Speedrunning interessieren, ist schon geil eigentlich, die Entwicklung, weil Speedrunning ist halt geil. Auch vor allem wegen Vic, also ich finde das echt geil. Naja, Vic, sowieso Goat, was, also er hat das, glaube ich, so richtig, zumindest in der deutschen Szene, in Anführungszeichen Mainstream gebracht, so dieses Speedrunning-Challenges und sowas. Ja, genau. Also dann ist das auch richtig Mainstream geworden, einfach magisches Speedrunning. Ja, Mann, das ist auch ungefähr die Zeit gewesen, wo ich halt angefangen habe zu spielen, wo auf einmal so diese großen Streamer, so international, halt so Mischief und sowas, Ludwig, angefangen haben, Mario zu speedrunnen. Ja.
Aber auch in Deutschland so Weg, Papa Platte und sowas. Papa Platte war echt früh dran. Also ich glaube, das war sogar schon so 2018, glaube ich sogar. Schon krass. Ach wirklich? So lange macht er das schon? Oder ich bin gerade komplett am Trippen. Fünf Jahre und dann in 19er Zeit? Also da ist Papa aber nicht so am Grinden gewesen. Boah, das wird echt knapp. Nein! Oh mein Gott. Alter, ich hab's so gejinxt, oh mein Gott. Warum sagst du das? Das ist die schlimmste Welt, meiner Meinung nach. Auch wenn man mal aus Speedrunning weglässt. Das ist so eine hässliche Welt. Selbst wenn man es nicht speedrunnt. Einfach so vom Spiel her. Es ist so eine dumme und hässliche Welt. Also, schlechteste Welt aus dem Spiel. Ich hasse sie. Domtendo Let's Play-Moment, Alter. Okay. Ich werde keinen Chat mehr lesen. Fickt euch alle. Digga, er ist halt echt nicht mehr so weit hinter mir, ne? Ich kack ab. Egal. Das ist echt krass, wie man einfach so random aufholt, ne? Nein! Was ist mein Problem, Alter? Also ich habe Looks Like Link, glaube ich, mit 6 oder so geguckt. Mit 6? Ja. Alter. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich ein Boomer bin, aber mit 6, da hatte ich noch... Alter, was ist mein scheiß Problem gerade? Da hatte ich noch keinen Zugang zum Internet. Ach du Scheiße. Schnell aus der Welt raus. Oh mein Gott, wir haben den Stern gleichzeitig eingesammelt. Alter, das darf nicht so knapp sein. Wirklich, ich bekomme mir gleich Nervenzusammenbruch. Ich schnell aus der Welt raus hier. Was? Ja! Hey, oh mein Gott, ja. Ist das funny. Das ist schon ein mies Game, muss man schon sagen. Ich glaube, das muss schon weird sein für manche Viewer, dass sie mich halt jetzt Deutsch hören. Weil ich glaube, einen Viewer von dir, der schaut mich auch. Das ist wahrscheinlich richtig weird, dass er jetzt sieht, wie ich Deutsch rede die ganze Zeit. Ja, vor allem du sprichst voll gut Englisch. Also wenn man es nicht wissen würde, ich hätte nicht gecheckt, dass du Deutsch sprichst. Du hast nicht irgendwie so einen Akzent oder sowas. Also ich habe ein bisschen Akzent, aber ich kenne einen Deutschen, der hört sich halt wirklich wie ein Ami an. Also richtig krass. Sowas finde ich so crazy. Also wenn ich versuchen würde, Englisch zu reden, jeder würde direkt checken, Alman. Alman. Like Alman Endgegner, wirklich. Der Moving Reds, ich werde drauf gehen, ja. Route und so. Also bei dir ist das. Nein, oh mein. What the fuck, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ey, du machst mich nervös? Oh mein Gott, ich bin jetzt immer nervös. Oh mein Gott, ich mach Fehler noch nie in meinem Leben gemacht. Okay, jetzt hab ich schon Schiss, die Reds zu machen, aber scheiß drauf, los geht's, Das ist die Drucksituation, du bist gerade kurz okay, vor Weltrekord. Okay, Leute, los geht's, okay. Okay, pause, Champ. Ich will gerade selber zuschauen. Let's go. Er hat's nicht wirklich geschafft, oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott. Dass das nicht gezogen. Oh mein Gott. Benji, du musst jetzt alles verdienen. Ey, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, scheiße. Ich hab nur verkackt. Oh mein Gott. Aber, wait, du hast verkackt. Okay, fertig. Ich auch. Wait. Wer ist als erstes fertig? Wait. Warte, was? Ich hab gewonnen. Ich glaube echt du. What? Eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde. No. Oh, ich habe aus Versehen Restart. Ich bin dagegen gekommen. Oh, scheiße, no. Oh mein Gott, das kann man sich nicht ausdenken. Ja, okay, aber über meinen Run reden wir an der Stelle auch nicht. Plus 8 Minuten. Da ist echt viel passiert. Ey, aber wirklich GG. War echt cool, aber GG. War super cool. Aber ja, hat sau Spaß gemacht, Mann. Hat sau Spaß gemacht. Ey, wirklich. Danke fürs dabei sein, Mann.